Liebe Schwestern und Brüder in unserer Gemeinde St. Peter und Paul, mitten in einer leeren Kirche, eine völlig neue Erfahrung. Das, was wir jetzt in unserer Gesellschaft erleben, ist etwas völlig Neues. Das hätte noch vor wenigen Tagen kaum jemand für möglich gehalten. Ich möchte Ihnen von hierher sagen, dass Sie auch ohne die gemeinsamen Gottesdienste in diesen Tagen mit dabei sind, dass wir miteinander verbunden sind. Und wenn ich jetzt den Gottesdienst feiere, mehr oder weniger allein, dann sind Sie zwar physisch abwesend, aber im Herzen dabei und wir alle sind miteinander verbunden. Auch die Messintentionen, die Sie für Ihre Verstorbenen bestellt haben, nehme ich in diese Feier mit hinein. Jede Eucharistiefeier ist ja immer in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gefeiert. Auch wenn wir uns jetzt nicht nahe kommen dürfen, sind wir uns doch nah. Es ist eine besondere Fastenzeit, in der wir auf das Wichtigste unseres Glaubens verzichten müssen, auf die gemeinsame Eucharistie. Ich erinnere auch an den guten Brauch der geistlichen Kommunion, in der man sich mit Jesus im Gebet verbindet. Schön, dass es über das Internet und über das Fernsehen viele Angebote gibt, mit denen Sie Gottesdienste und Gebete mitverfolgen und mitvollziehen können. Nähere Informationen dazu finden Sie hier auf unserer Internetseite. Solange es möglich ist, werden wir unsere Kirche am Sonntagvormittag öffnen, dass der Einzelne dort beten kann. Das Kirchenportal ist ohnehin über den Tag geöffnet. Vor einigen Wochen haben wir hier in der Kirche zusammen die Eucharistie gefeiert und ich habe Ihnen das Aschenkreuz ausgeteilt mit den Worten: Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Diese Worte gingen mir in den letzten Tagen durch den Kopf. Diese Erfahrung machen wir jetzt, mitten in der Fastenzeit auf radikale Weise. Wir sind Menschen dieser Erde und letztlich abhängig von so vielem. Wenn die Bibel im großen Schöpfungshymnus im Buch Genesis, den wir jedes Jahr in der Osternacht hören, beschreibt, wie Gott den Menschen aus Erde gebildet hat, dann ist dies ein wunderschönes Bild, wie eng dieser Mensch mit der Natur verbunden ist. Ich bin sicher, so steckt auch in dieser Krise eine Chance. Ergreifen wir sie. Halten wir uns an die gebotenen Vorschriften und denken wir nicht nur an uns selbst, sondern vor allem an die anderen, die wir durch unser Verhalten vor einer Ansteckung schützen können. Nehmen wir auch die in den Blick, die vielleicht jetzt besonders alleine sind. Ein gutes Gespräch kann man auch über das Telefon führen. Unsere Stadt Bad Sohnsalmünster baut derzeit ein Netzwerk der Nachbarschaftshilfe auf, über das Sie bald informiert werden. Nehmen wir in unser Gebet dankbar auch die Menschen hinein, die jetzt an vielen Stellen dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft weiter funktioniert. Besonders erwähnen möchte ich jene, die in den Krankenhäusern wirken, aber auch in den Lebensmittelgeschäften und in all den wichtigen Dingen, die jetzt noch geöffnet sind. Dieser Tage erreichte mich ein wunderbarer Text, den ich Ihnen vortragen möchte. Darin heißt es: Finde, was du hast. Suche nicht, was dir fehlt, sondern finde, was du hast. Manche Menschen leben in einer großen Unzufriedenheit. Sie starren ständig auf das, was ihnen fehlt. Ihr Streben nach einem anderen Leben ist beinahe krankhaft. Sie möchten mehr Geld, mehr Komfort, mehr Luxus. Sie sind unzufrieden mit ihren Gaben, Talenten, Fähigkeiten. Sie klagen über fehlende Beziehungen und Freundschaften. Sie finden alle Stellen ihres Körpers als Makel und wie Wehchen. Sie fühlen sich überfordert und beklagen ihre fehlende Freizeit. Diese Menschen kommen nie zur Ruhe. Suche nicht, was dir fehlt, sondern finde, was du hast. Manchmal sind wir auch blind für all das, was wir können und das, was wir haben.
Manchmal fehlt uns der Blick für unsere persönlichen Stärken, für liebe Menschen und für unsere relativ gute Gesundheit. Manchmal übersehen wir das Positive in unserem Leben. Ich muss mir einen Blick bewahren für all die kleinen Glückssituationen, die ich jeden Tag erlebe. Ich muss Augen haben für all das, was mir Tag für Tag an kleinen Freuden geschenkt wird. Ich muss lernen, im Grau meines Alltags die zahlreichen Juwelen zu entdecken. So wünsche ich Ihnen von dieser Stelle alles Gute und Gottes reichen Segen.